So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Oh oh. Bitte feuer nicht lang. Bitte feuer nicht lang. Okay. Willkommen zur nächsten Folge von Far Cry 3. So, das müsste jetzt Folge 6 sein, wenn ich mich nicht ganz so täusche. Und ja, also ich bin nur mal ein ganz kleines Stück vorgegangen seit der letzten Folge. Ich stand der letzten Folge hier. Ich wollte mich nur ein bisschen mehr verstecken. So, ist das schon... Nein, ach, bitte, das ist doch nicht der Außenposten. Der ist noch 100 Meter weg, der ist da hinten, aber... Hier wird sich doch bestimmt irgendwie was verstecken. Hallo, was steht da? Draw. So, let's look in this house. Let's plunder this chest. Auf den Käfig, um das Tier zu befreien. Bleibe dabei unabdingt. Okay. Die da reden, die gehören zu uns übrigens. Also ihr seht jetzt auf der Karte, jetzt sind hier die roten Bereiche weg. Sprich, wenn ich den Funkturm noch einnehme, sind diese roten Bereiche hier oben alle weg. Brauche ich Hunde vielleicht? Eigentlich nicht. Ich hasse Hunde. Da versauen mir immer die ganzen taktischen Sachen. Wir holen uns die Insel zurück. Es gibt immer noch was zu tun. Also. Bitte kümmere dich um die Jobs, die an den Aushangtafeln hängen. Nein. Mein Bruder? Bro. No, no. Was war der denn nicht als letztes umgelegt? Mit
Citrus Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Ist das Meth 5 oder Meth 5? Mein Bruder? Komm mir nicht zu nah. Mein Kind. So, Kasua. Was? Also erstmal Fähigkeiten, ne? Also, was verfügbare Fähigkeitspunkte 2? Würde ich gerne mal. Was machst du da? Das war ich! Ja, ich weiß. So genau da wollte ich hingehen. Wir holen uns die Insel zurück. Das machen. Oh, nee. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ja, hier wollte ich mal ein bisschen Shit verkaufen. Ja, ja. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Dann verkaufe ich erstmal das Billige. Nächster Preis. Geht es viel besser. Was willst du? Also, was ist hier? Poker. Nee, pokern wollen wir nicht. Was sind das, Schweine? Ich hoffe, das sind, nee, das sind Wildschweine, oder? Schweine sehen anders aus. Oh, beim Dr. Ernie gibt es Ziegenfell. Spritzentasche, glaube ich. Das sind Schweine. Nee. Das sind auch Wildschweine. Das hier sind Tapire. Ja, dann lasst uns mal nach Amanaki fahren. Seit du alle Funktürme aktiviert hast. So, Amanaki, wir kommen. So. Ja, da möchte ich eine Schnellreise machen. Oder machen wir auch eine Schnellreise? Ich denke, ich werde demnächst mal meine Freundin dazu holen, dass sie auch mal ein bisschen mit kommentieren tut. Ja, ich habe kommentieren tut gesagt, ich weiß, dass das grammatikalisch nicht korrekt ist.
hier mal hier hin zum Top hier fällt. Sprich nach da. Von einem Gepard. Vielleicht finden wir sogar einen Tiger. Das wäre sein. Tiger gibt es überall. Einen. 37 Meter können wir laufen. Ja, ich höre doch schon irgendwo unter dir. Aber zumindest ist das ein Tapir war. Ich dachte, ich hätte da eben was gesehen. Ehrlich? Kein Tier? Habe ich auf Peaceful? Ach hier, gucke. Ja, so sieht's aus. Ich. Was the was? Ich dachte, das waren welche von uns, die gefragt haben, wer schießt. Brauchen wir ein Tapir-Fell oder brauchen wir zwei? Fälle. Lasst uns gucken. Herstellung. Ne, dafür brauchen wir Ziegenfell. Schweißleber. Tapir-Felder. Brauchen wir zwei für. Da hinten noch. Dann war es das auch gleich wieder für diese Folge. Ah, bleib liegen. Und gib mir das. So, wir haben jetzt zwei Tage. Sprich, wir werden jetzt erstmal einen robusten Rucksack herstellen. Für den starken Beuterucksack benötigen wir vier Dingo-Felle. Aber das alles sind ja nicht.